Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück. Body Bridge 2 Master Mode. In Welt 2 sind wir unterwegs. Master Mode, die Kaizo-Variante von Body Bridge. Das heißt, die Level der Welten 1 bis 6 wurden noch einmal benutzt. Allerdings so umgebaut, dass die Level eben schwieriger sind. Teilweise sehr viel schwieriger, teilweise weniger schwer. In diesem Fall haben wir statt 2 Wagen 3 Wagen. Alle wollen den Checkpoint erwischen. Wir haben 25.000. Und los geht's. Los geht es. Ich habe die letzte Episode schon dran gesessen. Lief semi, kann man sagen. Und vielleicht sollten wir das Ganze aus einem anderen Winkel sehen. Also es wird auf jeden Fall irgendwas mit Trapdoors sein müssen, weil sonst bekomme ich das hier nicht geregelt, weil alle Wagen gleichzeitig fahren. Das ist schon mal... Das steht fest. Ich wüsste kein anderes Konzept, das klappen könnte. Eine Idee, die ich angehen kann, hingegen, wäre zu schauen, dass ich die Straße unten als eigen... Das will ich nicht. Ich will die günstigere Variante haben. Dass ich das untere Teil als eigene Brücke sehe und mich um die beiden dann kümmere, weil ich den hier gerade so nur berühren lassen muss. Das heißt, ich muss jetzt hier nur eine möglichst stabile Brücke haben, die ihn rüber bekommt. Und damit das gelingt, muss ich die anderen beiden Wagen wieder erstmal ganz kurz blockieren. Sonst wird das nämlich nichts. Und dann ist das nämlich nervig. So. Gucken wir mal. Das wird nicht stabil genug sein. Direkt gesehen. Bevor ich da jetzt groß anfange, die Straße deutlich schwerer zu machen, ist vielleicht sowas möglich. Ne, Straße zieht immer noch rum. So vollkommen irrelevant gefühlt. Ich meine, wenn es schon an den einfachen Brücken hapert, oder an den einfachen Teilen dieser Brücke, dann kann das hier nur sehr positiv enden. Theoretisch könnte ich ihn natürlich am Ende auch hier runterfallen lassen. Also ich brauche hier keine Verbindung, aber ich denke, dass es stabiler ist. Hilft nicht. Das ist an der Seite. Oh, mich nervt das Level. Mich nervt das einfach nur ungemein. Weil du da am Ende so viel noch Geld sparen musst. Nice. Also Nummer 1 wäre erledigt. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Geld rauszuholen, schon mal direkt. Weil das Geld brauche ich später zu 100%. Da kann man aber sowas von drauf wetten. Und jedes Geld, das ich jetzt schon habe, brauche ich nachher nicht minimalistischerweise sparen. Deswegen lieber jetzt schon möglichst holen. Bisschen runter. Klar, wir kriegen noch ein bisschen Geld weg, wenn ich hier diese kleinen Stopper wegmache, aber
Jawohl, okay, Nummer 1 haben wir. So, also die Hälfte des Budgets ist weg. Eins haben wir. Jetzt können wir nämlich 3 und 2 hier in einem kleinen Rahmen bauen. Was bedeutet, ich brauche eigentlich nur eigentlich zwei Klappen. Ich brauche den Weg hier und hier. Frage ist, ziehe ich jetzt hier eine einfache Straße durch? Wahrscheinlich erstmal ja, um es dann zu bereuen. Ich überlege natürlich jetzt gerade, es mit auf die untere Straße legen zu lassen, weil wenn ich das mache, könnte ich mir hier oben ein bisschen das Gewicht des Haltens sparen. Aber ich befürchte, wenn ich die Verbindung direkt auf die untere Brücke mache, also hier Verbindungen mache, dass mir die untere Brücke zusammenbricht, weil die da schon eben sehr nah dran war zu sagen, du, ich bin da nicht so ein Freund von, was du da gerade machst. So, 1 und 2 haben wir. Das wird auch mal unter 2 gespeichert. Jetzt habe ich 5000 Dollar Spielraum, um ihn hier runterzulassen und hochzulassen, aber ihn erst dann runterzulassen, wenn ich will, dass er runterfährt. Ja. Weil wenn er gleich runterfährt, dann brechen die hier zusammen und dann war's das. Also, fest steht, das ist halt relativ viel Straße, was da wieder runter muss. Fangen wir mal hier drüben mit dem Part an, hätte ich gesagt. Es muss ja im Prinzip über Federung gehen. Aber der Druck darf halt nicht zu hoch sein, sonst bricht das hier. Tja, was tun? Wenn ich die Straße hier schon mal grundsätzlich höher mache, macht er das nicht wirklich einfacher. Er kommt da halt, ja, da käme er durch. Das ist nicht ganz so. Ist zu weit. Nein. Muss ein bisschen länger sein. Noch ein bisschen länger. Das ist zu viel. Schaffst du das? Ja, tust du. Es dauert, aber du schaffst das. Problem könnte sein, dass wenn das hier gleich eine Linie ist, du schaffst das halt nicht. Ist zu
Soweit. Soweit. Wenn ich das hier runter mache, dann bräuchte ich hier die Feder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtige Konzept ist. Eigentlich brauche ich hier immer noch so einen Arm, der ihn dann eben so ein bisschen in Position hält. Aber er muss trotzdem flexibel sein. Ich den hier so hin platziere. Sagen wir mal den hoch, den so. Den so. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier sowas hin und machen den so. Dann ist der flexibel. Es wird wahrscheinlich dann wieder das Problem geben, das wir schon öfter hatten. Abgesehen davon, dass er hängen bleibt. Dass er, beim Zurückschnallen dann wieder ein Problem hat. Ich muss kurz weg. So. Alle guten Dinge sind vier. Da will man immer wieder anfangen. Kaum hat man angefangen, kommt der nächste Postbote. Es haben vier verschiedene Paketdienstzusteller gerade geklingelt. Alle im Abstand von 2-3 Minuten. Das ist toll. Gut. Wo waren wir? Ja, gucken, ob das klappt. Genau. Ja, klappt eher so semi, hätte ich gesagt. Klappt eher semi. Das Problem ist, dass hier nicht mehr die Bewegung da ist, die es im Prinzip braucht. Gucken wir mal, ob wir das jetzt hier einigermaßen hinbekommen, hätte ich gesagt. Gut, den oberen sollte er jetzt ein bisschen ignorieren. Ja, fast. Eher doch nicht so. Ja, das sieht erstmal per se nicht so schlecht aus. Problem wird jetzt sein, dass er wahrscheinlich zu schnell runterkracht. Die Straße da drüben hat nachgegeben. Und das Budget gibt auch ganz schön schnell nach. Es könnte sein, dass der Aufleger hier hinten den zu schnellen Ruck des Seiles vielleicht verhindert. Wenn der Unsinn hier drüben halten würde. Okay. Du hast nachgegeben. Es wird da verdammt teuer, jetzt hier noch irgendwie einen Mechanismus zu bauen, um ihn runterzulassen. Naja, das habe ich erwartet. Dass du brichst, habe ich erwartet. Das Teil bricht immer. Hiervon bricht immer was. Das hat noch nie auf Anhieb funktioniert. Dieser Unsinn. Ach, Mann. Ich hasse solche Level so sehr. Ich hasse sie einfach nur so sehr.
Ach, weil das Mechaniken sind, da muss man denken und dann klappt wieder was nicht. Ja, und wenn ich das jetzt hier verschwere, wird oben das Seil wieder reißen, weil dann das Seil wieder nicht stark genug ist. Oh, doch nicht. Krass. Okay, theoretisch wäre das jetzt hier gebongt, aber ich bin jetzt schon in den roten Zahlen. Ja. Wenn ich das ein bisschen höher mache, reißt du auf einmal. Willst du mich eigentlich... Aber sowas von, oder? Und ich habe ihn noch nicht den Weg hier runter geebnet. Ja, super geil. Naja. Was soll man machen? Der Teil hat, glaube ich, funktioniert. Nee, hat er nicht. Warum auch? Das würde funktionieren. Okay, jetzt hätte ich $3, $3, um ihn hier runter zu bekommen. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und realistisch. Wir speichern das mal als neue 2. Jetzt gucke ich mal, wie wäre es denn, wenn ich ihn hier runter erstmal bekomme, ja? Gucken wir mal, wie das denn so wäre. Also das muss auf jeden Fall flexibel sein, aber wenn das nicht flexibel ist, dann kommt das nicht hoch. Jawohl, schön aufgeknallt. Sehr gut. Ja, nicht ganz. Muss ein bisschen gegenhalten. Ah, der sah nicht schlecht aus. Okay, okay, okay. Wir sind tendenziell näher dran. Ich glaube, es wird doch darauf hinauslaufen. Ich muss das Ganze unten stabilisieren. Das Ganze hier tatsächlich mit der Brücke irgendwie vereinen. Es wird mir zwar nicht sehr viel Spaß machen, weil ich weiß, dass das jetzt hier einbricht. Ja. Es war halt klar. Es war halt offensichtlich, weil das vorher schon ganz knapp gehalten hat. Es ist tendenziell gar nicht mal so schlecht jetzt hier, ja. Das kann ich mir sparen. Ja. Das sehe tendenziell erstmal nicht so blöd aus. Jetzt geht es darum, ich muss ihm hier eigentlich, jetzt ein bisschen anders denkend, ihm hier einen Weg bauen, der ihn allerdings erstmal blockiert. Das heißt, wir müssen hier dann wieder so mit Gegenkante arbeiten. Das Ding massiv machen. Nee, es hat nicht genug Gewicht links. Es muss für ihn schwerer sein, da erstmal durchzukommen. Das könnte ich machen, indem ich den hier steiler mache. Dann braucht er länger. Tendenziell glaube ich nicht mal so blöd. Gut, Budget ist immer noch eine Katastrophe, das ist mir klar. Guck mal, ich kann den hier doch sicher jetzt... Ah ne, ich kann mit dem nicht wirklich runtergehen, sonst kriegt er den Checkpoint nicht mehr. Okay, dann machen wir das hier mal anders.
Wir machen das hier mal straight. Das sollte insgesamt leichter zu stabilisieren sein als der Bogen. Dann kann man hier nämlich noch ein bisschen nachhelfen. Den hier ein bisschen nachhelfen, indem du höher gehen musst. Okay, ich komme theoretisch aber näher ran. Ein Problem wäre jetzt definitiv noch, dass er hier nicht hoch genug sein wird, damit er durchkommt. Vermute ich. Und das Geldproblem bleibt natürlich noch, aber das ist eine andere Story. Um die werde ich mich im besten Falle im nächsten Mal kümmern, wollte ich sagen. Jetzt war ich kurz davor, das doch hinzubekommen. Klar, Budget ist eine Katastrophe, aber... Kannst du bitte einmal was aushalten? Ist das so schwer, dass du mal hilfreich bist da drüben? Was ist überhaupt dein Problem? Warum brichst du denn jetzt ein? Was soll das denn? Das hat doch alles so gut funktioniert. Wieso zickst du jetzt rum? So, du reißt, wenn der dagegen runterfällt. Dann fall anders. Nicht ganz. So, wir haben wieder überzogen. Aber wir haben 2 von 3 Wagen am Ziel. Damit kann ich erstmal leben. Das ist erstmal ein Speicherpunkt wert. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. In Polybridge 2 Master Mode. Was mich noch länger beschäftigen wird. Nicht nur dieses Level, sondern die gesamte Kampagne. Bis dahin euch. Danke fürs Einschalten. Schönen Tag und auf Wiedersehen.